Herr Klever, was wird sich mit dem Integrationsgesetz ändern und wo besteht Anpassungsbedarf? Anpassungsbedarf besteht vor allen Dingen im Bereich der Arbeitsförderung. Wir müssen alle Förderinstrumente, die uns das Arbeitsförderungsrecht zur Verfügung stellt, auch sofort denen, die eine Integration in den Arbeitsmarkt versprechen, zur Verfügung stellen. Da muss im SGB III nachgebessert werden, aber die Grundrichtung des Gesetzes stimmt ohne Zweifel. Wie könnte Flüchtlingspolitik und Arbeitsmigration sinnvoll verzahnt werden? Ich bin vorsichtig mit dem Begriff der Verzahnung in diesem Zusammenhang, weil es in erster Linie darauf ankommt, beide Bereiche zunächst mal strikt zu trennen. Die Flüchtlingspolitik stellt die Frage, wer braucht uns? Und da haben Nützlichkeitserwägungen keine Rolle zu spielen. Wer Schutz braucht, muss Schutz bekommen. Und deshalb verzahnen wir hier nicht die Flüchtlingspolitik mit dem Bereich, bei dem die Frage ganz anders gestellt wird. Wen brauchen wir? Hier stehen Nützlichkeitserwägungen im Vordergrund. Und deshalb brauchen wir eine klare Trennung auch im Kopf von Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik. Aber dass unter Flüchtlingen etliche sind, die die Bedingungen der Zuwanderungspolitik miterfüllen und wir sie deshalb auch schnell integrieren, das ist der Bereich, der wahrscheinlich mit Verzahnung gemeint ist. Und da, finde ich, stellt das Integrationsgesetz jetzt die richtigen Grundweichen. Welche Politik, insbesondere auch auf europäischer Ebene, und welche Ressourcen sind dafür erforderlich? Ich glaube, wir sind auf dem Weg, von der klassischen Außenpolitik Weltinnenpolitik zu betreiben. Und deshalb muss Europa in den Fragen der Flüchtlingspolitik, und das heißt in Fragen der Außenpolitik, der Sicherheitspolitik, der Entwicklungspolitik, mit einer Stimme sprechen. Wir brauchen auf diesen großen Feldern mehr europäische Kompetenzen, wo auch mit Mehrheitsentscheidung entschieden werden kann. Das fällt vielen Mitgliedstaaten schwer, aber ihre eigenen nationalen Interessen werden sie nur wahrnehmen können, wenn Europa seine ganze Kraft einheitlichen Auftretens global zur Geltung bringt. Das ist das reiche Europa, sich selbst, aber auch den weniger entwickelten, ärmeren Teilen in der Welt schuldig. Bräuchten wir denn ein neues Einwanderungsgesetz? Mir ist der Streit über die Frage, brauchen wir ein neues Einwanderungsgesetz, ja oder nein, zu schwarz-weiß polarisierend. Er wird mir auch zu sehr parteitaktisch genutzt. Ich kann mir schon ein neues Einwanderungsgesetz vorstellen, in dem das Wording der bisherigen Ausländerpolitik, die ja eher abwehrend und ausgrenzend war, geändert wird. Aber ich sehe, dass schon die letzten gesetzlichen Änderungen hier zu einer vernünftigen Umorientierung beigetragen hat. Und deshalb brauchen wir nicht unbedingt diesen ganz großen Aufschlag jetzt. Aber er würde auch nicht schaden, wenn die Politik sich zu einer gemeinsamen Haltung durchringen könnte.